Evergreen, eine Mitmach-Fanfiction auf fanfiction.de von Nobody Knows. Prolog Doomed, ein Jahr zuvor. Die Musik war vermutlich bis über den kompletten See zu hören, als Joshua Lockhart sich mit drei Getränken durch die Jugendlichen kämpfte und schließlich vor zwei Mädchen zum Stehen kam. Bitte die Damen, Sagte er und drückte den beiden die Pappbecher mit einer alarmierend grünen Flüssigkeit in die Hand. Elena, das Mädchen rechts von ihm, mit sehr weißen Haaren und sehr kurzen Shorts, lachte und schnupperte einmal an dem Getränk. Auch Ruby, die dritte im Bunde, beäugte den Becher in ihrer Hand vorsichtig. Darf ich fragen, wo du das herbekommen hast? Hackte sie nach und strich sich eine Strähne ihres braunen Haares aus dem Gesicht. Josh deutete irgendwo Richtung Camp. ich hab's einem betrunkenen Einhorn abgenommen. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als Ruby und Elena beinahe gleichzeitig die Augen verdrehte. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich hab's vom Getränkestand. Allerdings musste ich ein paar Neulinge mit meinem Kopf verprügeln, weil das da Er nickte zu dem Becher in den Händen der Mädchen. so ziemlich das einzige noch alkoholfreie Getränk war. Zur Demonstration nahm er einen großen Schluck und blickte auffordernd in die Runde. Du bist so langweilig, Josh, erwiderte Elena, nahm aber auch einen Schluck und verzog das Gesicht. Schmeckt irgendwie leicht nach alten Socken. Nach verbrannten alten Socken, korrigierte Ruby hustend. Ihr könnt euch hier gern betrinken, aber ich muss euch ja nicht noch einmal erzählen, was das letzte Mal passiert ist. Entgegnete Josh und nahm einen weiteren Schluck, musste sich aber auch eingestehen, dass das Getränk einfach nur schrecklich schmeckte. Ein bisschen Alkohol schadet nie, Elena zwinkerte ihm zu. Ruby unterdrückte ein Lachen und Josh wollte noch etwas sagen, doch Elena hatte sich bereits an einen Typen gehängt und zwinkerte ihren Freunden noch kurz zu, ehe sie mit ihm verschwand. Wie macht Lane das? Murmelte Ruby und sah Josh fragend an. Der zuckte mit den Schultern. Vielleicht ist das ja ihre Gabe. Typen aufreißen? Du wärst überrascht. Rubys Augen waren größer geworden, aber Josh tat ihre Verwunderung mit einem Lachen ab. Noch nie eine Sirene getroffen? Er zwinkerte ihr zu und schaute sich um. Sag mal, hast du Zarf heute schon irgendwo gesehen? Ruby schüttelte den Kopf. Nein, aber Mikino auch nicht. Josh neigte leicht den Kopf. In vielen Fällen erklärte das schon einiges. Doch irgendwie hatte der Akapale schon den ganzen Tag ein schlechtes Gefühl, Vielleicht sollten wir mal. setzte er an, als hinter ihm plötzlich ein Mädchen aufschrie. Josh fuhr herum und sah, wie die übrigen Jugendlichen einen Kreis um irgendetwas bildeten oder irgendjemanden. Die beiden Freunde warfen sich einen vielsagenden Blick zu und begannen sich einen Weg durch die Campbewohner zu kämpfen. Josh schluckte, als er den Grund für die Aufruhr sah, und beinahe im gleichen Moment verstummte die Musik. Er trat vorsichtig einen Schritt auf die wankende Vampirin zu, die er vage aus seiner Wandergruppe kannte, während die anderen zurückwichen. Selbst Ruby blieb stehen und beäugte das Mädchen misstrauisch. Die Vampirin, Diana hieß sie, sah auf den ersten Blick aus wie vollkommen betrunken. Gerade halten konnte sie sich nicht mehr und ihre Augen waren halb geschlossen. Doch Vampire wurden nicht betrunken. Sie konnten höchstens einen ähnlichen Effekt erreichen, wenn sie zu viel Blut tranken. Ihr weißes Kleid war zerrissen und dreckig, ihre blonden Haare zerzaust. Josh rückte seinen Kopf zurecht und ging mit mulmigem Gefühl auf das Mädchen zu. Hey Lockhart, pass auf, dass du nicht gefressen wirst. Tönte es irgendwo aus der Menge und Josh kniff seine Augen zusammen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte Josh Diana erreicht und zwang sich langsam seine Hand auf ihre Schulter zu legen. Hey, du, ist alles in. Er kam wieder nicht weiter. Diana riss die Augen auf und enthüllte seltsame schwarze Pupillen, die ins Nichts zu starren schienen. Zaf, Age, Elena, Hibiku. Die Jugendlichen fingen an zu tuscheln und Josh zog seine Hand zurück. Dianas Stimme klang seltsam verzerrt und dunkel, so als käme sie aus einer anderen Welt. Was zum Setsuna, Duke, Ruby, Joshua. Josh trat bei der Erwähnung seines Namens einen Schritt zurück. Es hatte etwas Unheilvolles, wie ein dunkles Versprechen, eine Prophezeiung. Herzen werden splittern, Leben werden vergehen und das Feuer wird gefrieren. Diana verzog das Gesicht und ihre Augen verdrehten sich, bis nur noch das Weiße zu sehen war, ehe sie nach vorne kippte. Paralysiert starrte Josh auf das Mädchen, während die anderen Jugendlichen anfingen zu schreien. Etwa eine Stunde später stand der Mond hoch am Himmel und die Campbewohner waren alle in die Cafeteria gebracht worden, in der Thomas ihnen etwas von einem Unfall erzählte. Das war nichts Neues für die meisten, denn so etwas passierte jedes Jahr in Evergreen. Werwölfe und Vampire kriegten sich in die Haare, Drachen prügelten sich mit Dämonen und Hexer stritten sich untereinander, wer die besten Kräfte hatte. Doch Josh, Ruby und Elena wussten, dass es kein bloßer Unfall gewesen war. Die drei saßen auf der kleinen Sitzbankgetränk in Miss Verteskes Büro, während die Campleiterin immer wieder genervt mit ihrem Kugelschreiber auf dem Tisch klopfte und Nile Lockhart in dicken Büchern blätterte, die Stirn in tiefe Falten gelegt. Wohl wissend, dass Dianas Körper neben ihnen im Raum lag, räusperte Josh sich und warf einen Blick zu den Mädchen. Elena sah weniger geschockt aus, höchstens beunruhigt und auch eventuell leicht genervt.
da sie mitten in einer Session mit ihrer Eroberung unterbrochen worden war, während Ruby ihre Finger an ihrem Oberschenkel gekrallt hatte und auf ihre Unterlippe kaute. Also, Miss Fortesca, begann Josh vorsichtig und rutschte auf der Bank herum. Sie haben nicht zufällig irgendeine Erklärung, was da gerade eben passiert ist? Ich denke nicht, dass Diana uns zu einem Kaffeekränzchen einladen wollte. Miss Forteskes kalter Blick traf die Freunde, doch keiner von ihnen schaute weg. Alle wollten wissen, warum ihre Namen genannt worden waren. Das versucht dein Vater gerade herauszufinden, Joshua, antwortete sie schließlich und lehnte sich in ihren Bürostuhl zurück. Momentan gehe ich davon aus, dass sie besessen war. Allerdings sollte der böse Geist den Körper des Opfers verlassen, sobald dieses gestorben ist. Und mit verlassen meine ich sichtbar verlassen. Josh schüttelte den Kopf. Da war nichts. Diana ist einfach umgekippt und liegen geblieben. Heißt das dann nicht, dass der Geist noch in ihrem Körper sein kann? Hackte Ruby nach und warf einen schnellen Blick zur Tür. Miss Fortesque kniff die Augen zusammen und seufzte, während Niall eine Seite geräuschvoll umblätterte. Ich spüre keine Präsenz eines bösen Geistes oder einer unbekannten Seele. Elena sah zu Josh und zog fragend ihre Augenbraue hoch. Doch der Junge zuckte mit den Schultern. In seinen 4 Jahren im Camp hatte er sowas noch nie erlebt. Wo sind Saf und Mikino? Fragte Josh. Schließlich war der Name des Jungen auch genannt worden. In ihren Hütten, getrennt, sagte Clarence und ließ den Stift in ihren Händen klicken. Was auch immer es ist oder war, es wird nicht noch einmal passieren. Thomas hat den Schutzzauber um das Camp sofort erneuert und Gillian wird mit einigen seiner Freunde die restlichen Nächte um den Zaun patrouillieren. Das ist nichts, womit wir nicht fertig werden könnten, fuhr sie fort und sah zu Niall, der immer noch nichts gefunden zu haben schien. Erst als die Freunde das Büro verlassen hatten, fielen ihnen wieder die anderen Worte Dianas ein. Irgendeiner eine Ahnung, was sie damit gemeint haben könnte? Fragte Josh, doch die Mädchen schüttelten stumm den Kopf.